Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 Online Solo Unlimited Glitch. Und heute zeige ich euch mal ein Solo Unlimited Glitch, wie ihr alle Fahrzeuge kopieren könnt und leider nur die von Benny verkaufen könnt. Dafür braucht ihr einen Freund, ein MOC und wie gesagt das Benny Auto, was ihr schon aufgetunt habt. Steigt mal bitte kurz ein. Also, ihr seid hier. Euer Fahrt muss dann nochmal einsteigen. Dann fahrt ihr jetzt mal jetzt mit ihm in den MOC rein. Er muss nichts machen, er muss einfach jetzt nur noch das Auto angucken. Gut, dann geht ihr hier alleine raus. Den Anhänger. Ist der Anhänger? So. Ich bin übrigens hier auf der Karte, weil ihr braucht das Los Santos Customs und diese Garage ist am besten dafür. Und ihr müsst noch alle Garagen voll haben. Wirklich alle. Und in euren MOC muss das Fahrzeug drinstehen, was ihr kopieren wollt. Also, warte, ich gucke jetzt so, ich muss noch 45 Sekunden warten, bis ich das nächste Auto anfordern kann. So, da würde ich das schon machen. So, noch 31 Sekunden. Und falls ihr das hier schon machen könnt, könnt ihr das auch schon gerne anfordern. Müsst jetzt nicht noch auf mich warten. Ihr könnt auch schon mal einsteigen, dann machen so, ich war unterwegs. Der spawnt jetzt hier, wenn ihr hier steht. Jetzt war so generell gesehen hier. Na gut, da war ich zu nah dran. Er ist drüben gespawnt. So, steckt jetzt in euren Retro Custom ein. Fahrt jetzt zu der Garage da vorne und zu irgendeiner. Der Tisch ist sehr leicht und in 5 Minuten habt ihr auch ein Fahrzeug kopiert. So, da fahrt ihr rein, ersetzt irgendeinen LG. Ich nehme jetzt mal diesen LG hier. Das ist ihn so. Dann geht ihr zu Fuß raus. Ja. Und klaut euch jetzt ein Straßenauto. Aber es darf eben kein gutes sein, sondern hier und so ein Billo-Auto. Was ist von der Straße klaut. Ich nehme mir zum Beispiel einfach das hier. Ach ja, und was ich vergessen habe zu sagen, ihr braucht auch keine iFood-Kennzeichen. Ist schon dafür. So, da fahrt ihr mit dem geklauten Auto in Los Santos Customs rein. Geht auf Schutz vor Diebstahl und Verlust und kauft euch den Peilsender. Ja, ersetzen und die mobile Kommandozentrale ersetzt ihr den LRG RH8. Und jetzt fahrt ihr einfach aus euren Los Santos Customs wieder raus. Hier könnt ihr jetzt so unter der Garage fahren und einen anderen Wagen rausholen und wieder reinfahren. Oder ihr macht mit MC President hier hochfahren zu euer MOC. Stellt aus und lagert es ein. Dann geht ihr in den MOC wieder rein. Und steckt ihr den Retro ein. Nicht du. Fahrt raus. Und wieder rein. Das war's auch schon mit dem Glitch. Weil das Kennzeichen ändert sich nämlich auch. Hoch. Auch weil, ja.
Ja, ich hatte ein anderes Kennzeichen vorher. Gut. Ja, gut, das war's erstmal. Der Freund, der mir geholfen hat, hieß Hira-Steff. Könnt ihr gerne mal, falls ihr wollt, auf PS4 adden. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute, und ciao.